Liebe Zuschauer, ich möchte mit Ihnen heute einen Versuch starten, einmal per Video kleine Einführungen in die Arbeit der Heimatforscher zu geben, beziehungsweise aus wissenschaftlicher Sicht Hilfen zu geben, wie sie ihre Arbeit besser organisieren können. Das Ganze basiert auf vielen Vorarbeiten, vor allen Dingen der 80er Jahre, aber auch der letzten Jahre, in denen ich in Kooperation und dank der Unterstützung des Niedersächsischen Heimatbundes viele Fortbildungen zum Thema Heimatforschung gemacht habe. Und mein Gedanke ist, das Ganze jetzt auch per Video Ihnen nach Hause zu bringen, also per YouTube-Video nach Hause zu bringen und Ihnen die Möglichkeit zu geben, zu Hause eine Einführung zu bekommen, eine Anregung zu bekommen, sich mit bestimmten Fragen intensiver zu beschäftigen. Beginnen möchte ich, so ähnlich wie ich das vor über 30 Jahren mit den Bausteinen zur Heimat- und Regionalgeschichte gemacht habe, mit einer Einführung zur Arbeit mit Literatur. Arbeit mit Literatur, das heißt zu erfassen, was andere schon zu einem bestimmten Thema geschrieben haben, gehört gewissermaßen zu den essentiellen Dingen, mit denen sich jeder auseinandersetzen muss, der im Bereich der Heimatforschung arbeiten will. Für Wissenschaftler ist das selbstverständlich, viele Heimatforscher haben aber ihre Probleme damit. Und um diese Probleme ein wenig zu reduzieren oder ihnen zu helfen, mit diesen Problemen umzugehen, möchte ich jetzt in ein paar Sitzungen mit Ihnen einige Fragen besprechen, diskutieren, damit Sie Ihre Arbeit besser machen können und damit Sie auch besser mit Forschungsliteratur umgehen können. Die erste Frage ist natürlich, warum brauche ich auch als Heimatforscher Literatur? Wenn Sie ins Archiv gehen, werden Sie relativ schnell feststellen, dass dort nicht nur Akten zu finden sind, sondern dass dort auch eine Dienstbibliothek ist. Und Archivare werden Sie am Anfang Ihrer Arbeit immer danach fragen, ob Sie schon die für Ihr Thema relevante Literatur gelesen haben. In Ihrem Falle werden das in erster Linie erst einmal Darstellungen sein, die sich mit der Geschichte Ihres Ortes beschäftigen, wenn Sie eine Ortsgeschichte beschreiben wollen. Aber Sie werden ganz schnell feststellen, dass das nicht ausreicht. Denn auch wenn Sie eine Ortsgeschichte schreiben, also die Geschichte eines kleinen Raumes schreiben, werden Sie sehr schnell feststellen, dass Sie dabei mit Fragen konfrontiert werden, die Sie nicht alleine auf der Basis begrenzter räumlicher Quellen beantworten können. Also, wie war die Sozialstruktur in den Dörfern in der frühen Neuzeit? Was heißt Meierrecht? Was ist ein Köthner gewesen? Warum hat es Agrarreformen gegeben? Was heißt das überhaupt? Ablösungen? Waren unsere Bauern frei oder unfrei? Hat es so etwas wie Migration gegeben? Häufig wird ja angenommen, dass in den Dörfern früher die Menschen über Generationen hinweg am Ort geblieben sind. Wir wissen heute, dass das nur für ganz wenige Personengruppen der Fall sein konnte, noch nicht einmal sein musste. Alle diese Fragen können Sie nicht alleine beantworten, wenn Sie lokale Quellen untersuchen und benutzen, sondern Sie brauchen immer Hintergrundwissen. Und dafür müssen Sie auf Forschungsliteratur zurückgreifen. Nun funktioniert Forschungsliteratur ein wenig anders als die Literatur, die Sie als Heimatforscher selber auch produzieren wollen. Wissenschaftler arbeiten in erster Linie für andere Wissenschaftler. Sie führen also Diskussionen mit anderen Kolleginnen und Kollegen über bestimmte Themen. Diese Diskussionen müssen auch deswegen geführt werden, weil auch Wissenschaftler nicht alle Quellen zu einem bestimmten Themenkomplex bearbeiten können, sondern sie können immer nur kleine Ausschnitte untersuchen. Und sie müssen diese Ausschnitte so untersuchen, dass ihre Ergebnisse und ihre Untersuchungsweisen weitgehend vergleichbar sind mit den Untersuchungsergebnissen anderer Wissenschaftler, die zu anderen Teilaspekten des gleichen Themas gearbeitet haben. Wissenschaft ist also immer kooperatives Arbeiten und es ist Diskussion, weil alles, was wir herausfinden, nie eindeutig ist. Es ist ein Dilemma oder es ist eine Herausforderung unseres Faches, je nachdem, wie Sie das betrachten. Das heißt also, die Adressaten, die Wissenschaftler haben, sind in erster Linie andere Wissenschaftler. Die Adressaten, die Sie haben, sind in erster Linie die Leser, die Bewohner Ihrer Dörfer, Ihrer Orte. Das ist also schon ein großer Unterschied. Das bedeutet aber auch, dass viele wissenschaftliche Texte nicht einfach aus sich heraus verständlich sind, weil sie gar nicht das Ziel haben,
dem Laien etwas zu vermitteln, sondern sie setzen bestimmtes Wissen voraus über Diskussionen, über Debatten, die in der Vergangenheit geführt worden sind und auf die sich die Wissenschaftler beziehen. Eine der großen Debatten, die für Heimatforscher auch von Bedeutung ist, ist die nach der Veränderung der Agrarverfassung im späten Mittelalter. Es gibt eine große Studie dazu aus dem späten 19. Jahrhundert von Werner Wittig, einem Schüler von Georg Friedrich Knapp, der das berühmte Buch über die Geschichte der Bauernbefreiung geschrieben hat. Und Werner Wittig hat darin Thesen aufgestellt, wie sich die moderne, also die frühneuzeitliche Meyer-Verfassung entwickelt haben könnte. Wir wissen inzwischen, dass diese Bilder, die Werner Wittig damals entwickelt hat, nicht stimmen können. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was exakt passiert ist, weil die Quellenlage sehr uneinheitlich ist, sehr dünn auch ist, aber eben auch sehr uneinheitlich ist und wir uns immer wieder auf dem Weg der Vermutung befinden. Wenn Sie also jetzt als Heimatforscher, als Lokalhistoriker losgehen und versuchen, in Ihrer Ortsgeschichte sich mit dieser Frage zu beschäftigen, können Sie das erstens auf der Basis Ihrer lokalen Quellen nicht machen. Aber die wenigen lokalen Quellen, die Sie benötigen, müssen Sie interpretieren vor dem Hintergrund dieser Informationen. Also Sie müssten gucken, was gibt es, wenn Sie Werner Wittig, der übrigens für die frühe Neuzeit ein ganz wichtiges Buch immer noch ist, wenn Sie Werner Wittig gelesen haben, müssen Sie auf jeden Fall einmal nachsehen, was gibt es an allgemeiner agrarhistorischer Literatur, insbesondere über Niedersachsen zu diesem Thema. Aber auch, was gibt es in meiner Region an neueren wissenschaftlichen Veröffentlichungen? Hat da jemand was Neues zu geschrieben, das es mir ermöglicht, meine lokalen Quellen anders zu interpretieren und meinem dörflichen oder örtlichen Lesern diese Zusammenhänge so zu interpretieren, dass sie damit auch etwas anfangen können, dass sie auch verstehen können, was ich ihnen da erkläre. Das ist nämlich auch der große Unterschied. Ihre Leser haben nicht das Kontextwissen, das ein Wissenschaftler hat, für den wissenschaftliche Bücher geschrieben werden, sondern Ihr Leser hat in der Regel kein Vorwissen. Das heißt, wenn Sie ihm einfach einige Informationen bieten, ohne ihm zu erklären, worum es sich dabei handelt, wird er Probleme haben, das zu verstehen. Also, Sie brauchen wissenschaftliche Literatur, aber Sie müssen sie gewissermaßen so übersetzen, dass Sie es für Ihre Zusammenhänge benutzen können und dass es auch für Ihre Leser relevant ist. Eine spannende, große Herausforderung und wir werden uns jetzt in den nächsten Sitzungen einmal genauer mit der Frage beschäftigen, wie ist überhaupt wissenschaftliche Literatur aufgebaut? Was bedeutet das für mich als Heimatforscher? Was für welche gibt es? Und was für Literatur muss ich auf jeden Fall lesen und berücksichtigen, wenn ich in meinem Ort arbeiten will?